Schon wieder ist der Bundespräsident in Erklärungsnot und schon wieder schweigt Christian Wulff. Was ist passiert? 12. Dezember. Wulff weilt am Persischen Golf. Die Bild-Zeitung fragt nach seinem Hauskredit und bekommt eine Stellungnahme. Doch die zieht Wulff zurück, ruft dafür den Bildchef an und spricht empört auf die Mailbox. Er droht strafrechtliche Konsequenzen an, wie die Bild-Zeitung bestätigt. Und dann geht Wulff noch weiter. Er ruft den Springer-Chef Matthias Döpfner an, bittet um Einflussnahme, doch der lehnt ab. 13. Dezember, der Bildartikel erscheint trotzdem. Wulffs Hauskredit wird öffentlich. Der Bundespräsident lässt den Bericht bestätigen. 15. Dezember, wieder ruft der Bundespräsident beim Bildchef an. Jetzt erreicht er ihn und entschuldigt sich. Die Bild-Zeitung schweigt erstmal. Aber eben nur bis heute. Jetzt ist Wulffs Angriff auf die Pressefreiheit ein Skandal. Das ist ein gravierender Verstoß gegen die Freiheit der Berichterstattung. Er hat Einfluss genommen, er hat versucht, kritische Berichterstattung zu verhindern, bevor sie erschienen ist. Und das ist mit der Pressefreiheit natürlich nicht vereinbar. Dabei hatte Wulff am 22. Dezember noch erklärt: Ich weiß und finde es richtig, dass die Presse- und Informationsfreiheit ein hohes Gut ist in unserer freiheitlichen Gesellschaft. So, als hätte er nie bei Bild und Springer angerufen. Heute gibt er keinen Kommentar dazu. Das Präsidentenschloss räumt die Telefonate aber indirekt ein. Für Nico Fried, Berlin-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, reitet sich Wulff durch sein Krisenmanagement selbst immer tiefer in die Krise. Politiker sollten sich nicht darauf verlassen, dass eine über eine lange Zeit positive Berichterstattung eine lebenslang positive Berichterstattung ist. Die Dinge ändern sich. Vielleicht ist ja an Wulffs Hauskredit doch mehr faul als bisher angenommen. Die SPD verlangt Aufklärung. Es ist dringend geboten, dass der Eindruck von Salamitaktik aus der Welt geräumt wird. Deshalb muss vollständig über alle Vorgänge aufgeklärt werden. Bundespräsident Wulff muss endlich Farbe bekennen. Die Öffentlichkeit wartet schon lange darauf.